In dieses und den nächsten paar Videos werde ich mich mit dem Thema Diagramme in Excel befassen. Und die erste Frage ist, wozu braucht man überhaupt Diagramme? Diagramme sind da, um Daten besser darzustellen. Was das heißt, ist jetzt, wenn ich jetzt mehr die da jetzt habe ich hier zwei Datensätze. Einmal habe ich Firmen mit Umsatz, Ausgaben, Profit und einmal hier von einer gewissen Firma die Jahre und die Umsätze. Man kann hier sehr schwer sehen, zum Beispiel hier, wie sich die Umsätze entwickelt haben anhand von den Zahlen. Man muss sich immer merken, die Beispiele, die ich hier mache, sind ziemlich kleine Beispiele. Wenn man jetzt eine größere Datenmengen hätte, wäre hier gewisse Muster zu erkennen sehr, sehr schwierig. Genauso ist es hier, wie ist das Verhältnis Ausgaben zu Umsatz bzw. Verhältnis Profit zu Umsatz, kann man hier schwer sagen. Ja? Und wenn ich dann hier guck, da haben wir jetzt die Tabellen, die Diagramme zu den Daten. Man kann hier ganz gut sehen, zum Beispiel, dass die Firma D massiver Umsatz, aber auch riesige Kosten hat, während zum Beispiel hier Firma C hoher Umsatz, niedrige Kosten hat und so weiter. Ja, auch hier sieht man, der Umsatz dieser Firma ist, da ist eigentlich kein Muster zu erkennen. Mal geht er hoch, mal runter. Ja, das kann man schwer von den Zahlen lesen, aber anhand vom Diagramm kann man das in einer Sekunde kann man sofort sehen, wie der Zustand dieser Firma ist. Hier auch hat man ein Diagramm, das zeigt die Anteile vom Profit von jeder Firma hier. Ja, und deswegen in Excel, oder allgemein hat man eigentlich drei Typen von Diagrammen. Man hat das Säulendiagramm, Liniendiagramm und dieses Kuchendiagramm oder Kreisdiagramm. Und jeder Typ ist, um etwas darzustellen. Säulen zum Beispiel stellen oder vergleichen unabhängige Objekte dar. Also hier haben wir Firmen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und wir wollen deren Umsätze und Ausgaben vergleichen. Und dafür ist Säule die passende Alternative. Okay. Jetzt natürlich in Excel gibt es viele Arten von Säulendiagrammen, aber es ist alles derselbe Typ Säulen. Okay. Jetzt bei Liniendiagramme, die benutzt man, um eine gewisse Entwicklung darzustellen. Das heißt, hier habe ich dieselbe Firma und ich will jetzt die Entwicklung des Umsatzes über die Jahre darstellen. Und dafür ist Liniendiagramm sehr passend. Und das sieht man auch zum Beispiel, wenn man jetzt auch Aktienkurse sieht und so, sind die alle in Liniendiagramme dargestellt. Okay? Bei diesem Kreisdiagramm, das merkt man, wenn Wahlen immer da sind, Kreisdiagramme zeigen Anteile von Objekte zum Ganzen. Ja? Also hier sieht man Anteil vom Profit von jeder Firma hier zum Ganzen. Ja? Nehmen wir an, mir gehören alle diese Firmen und ich will wissen, welche Firma, wie sind die Anteile des Profits und daher ist der Kreisdiagramm hier ideal. Auch sieht man auch, wenn Wahlen sind, wie viel Prozent oder die Anteile von jeder Partei in dem Landtags oder in dem Parlament oder was immer. Ne? Und deswegen, jeder Typ hier hat eine gewisse, ist passend für gewisse Aufgaben. Ja? Und es ist sehr leicht, das zu differenzieren. Also wie gesagt, Anteile sind Kreisdiagramme, Entwicklungen sind Liniendiagramme und Vergleich zwischen diverse Objekte sind dann Säulendiagramme. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Frage: Wie erstelle ich solche Diagramme? Und das können wir gleich machen. Geht relativ einfach. Und zwar erstens tue ich diese Diagramme löschen. Wie lösche ich Diagramme? Einfach anklicke und dann auf Entfernen. So, das erste ist weg. Anklicke, entfernen, anklicke, entfernen. Und so habe ich jetzt alle Diagramme weg. Jetzt wollen wir ein Diagramm machen. Nehmen wir an, ich will jetzt ein Diagramm vom Umsatz machen. Jetzt nur Umsatz markieren ist falsch, weil, ich zeige es mal, wir machen jetzt mal ein Diagramm. Machen wir jetzt ein Säulendiagramm. Und so gehe ich da. Ich gehe auf Einfügen, Säule und Säulendiagramm. Und ich krempe hier Umsatz. Sieht gut aus, aber wer ist denn 1, 2, 3? Keine Ahnung. Ja? Welche Firma ist das? Wenn ich das jetzt drucke und schicke es an jemanden, ja, wer ist denn diese Firma oder das? Keine Ahnung. Deswegen, tue ich es wieder löschen. Deswegen, wenn man Diagramme macht, muss man mindestens zwei Säulen markieren, zwei Felder. Eins, das sind die Daten, die zeigen, wer
um wem es geht, ja? Und dann braucht man die Daten selbst. Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Umsätze, wenn einer mir sagt, er braucht ein Diagramm von den Umsätzen, dann muss ich nicht nur die Umsätze markieren, sondern auch die Firmen, die zu diesen Umsätzen gehören, ja? Deswegen markiere ich so. Dann gehe ich über Einfügen, in dem Fall Säule, und klicke auf irgendeinen Typ, ja? Ich nehme mal den Typ, zack, und schon ist es da. Jetzt ist es viel besser als vorher, weil jetzt habe ich genau die Firmennamen da. Okay? Und das Schöne dran, an das, wenn ich jetzt nehme an, ich will jetzt die Firmennamen ändern, kein Problem, geht ganz einfach. Man sieht hier, das Diagramm aktualisiert sich anhand von den Daten. Natürlich auch, wenn ich die Zahlen hier, die Umsätze ändere, ändern sich auch die Daten und auch die Skalierung. Ja? Weil der jetzt riesig ist, ändert sich die ganze Skalierung. Okay? Gehen wir auf rückgängig, dann hat man das wieder. Okay? So. Da haben wir jetzt Säule. Nehmen wir an, einer sagt, er braucht Umsatz und Ausgaben. Okay, das heißt Umsatz und Ausgaben. Das heißt, ich muss nicht nur Umsatz und Ausgaben markieren, sondern auch die Firma. Ja, also Firma, Umsatz, Ausgaben. Gehe wieder auf Einfügen und Säule. Nehmen wir mal jetzt einen anderen Typ zum Beispiel. Nehmen wir mal Kegel hier. Das sind ja alles, die sind alles Säulendiagramme. Okay, nehmen wir mal das hier zum Beispiel. So, und da habe ich jetzt, hier sieht man, man hat jetzt hier zwei Art von Säulen bei jeder Firma. Blau, und das nennt man die Legende. Blau ist Umsatz, rot sind die Ausgaben. Ja? Und da kann man bei jeder Firma, sieht man die Umsätze und die Ausgaben. Und so kann man vergleichen, Umsatz, Ausgaben bei jeder einzelnen Firma, und man kann auch vergleichen, die Umsätze und Ausgaben zwischen den unterschiedlichen Firmen. Okay? Und so ein Diagramm lässt sich, wenn man das verschiebt, man kann es verschieben, wo man will, und man kann das dann hier natürlich auch von der Größe vergrößern oder verkleinern, so wie man es haben will. Okay? Gut, jetzt kommen wir zu einer Frage. Wie kriege ich ein Diagramm zum Profit? Ich will nur den Profit, nicht Umsatz und Ausgaben. Weil wenn ich markiere, muss ich ja die Umsatz und Ausgaben markieren. Wie kann ich nur Firma und Profit markieren? Das geht so, man markiert die Firma oder die Firmen vielmehr, dann drückt man auf die Steuerung, man hält die Steuerung-Taste gedrückt. Diese Steuerung-Taste ist die STRG-Taste ganz unten links auf der Tastatur, beziehungsweise unten rechts, die sind ja doppelt, ja. STRG, ich halte die fest und jetzt markiere ich den Profit. Okay, ich mache es nochmal. Also ich markiere die Firma, STRG, halte die STRG-Taste gedrückt jetzt und markiere den Profit. Und dann kann ich loslassen, die STRG-Taste, gehe auf Einfügen, Säule, Säule, und so habe ich jetzt die Profite. Okay, und jetzt habe ich hier den Profit. Also ich habe die Firmen und den Profit, und man sieht hier, das Diagramm umfasst nur das und das, ohne das dazwischen. Okay? Und hier, dieses Diagramm zeigt nur eine Sache, Profit, da ist die Legende überflüssig. Das heißt, ich brauche sie eigentlich gar nicht. Da kann ich sie einfach anklicken und auf die Taste entfernen, und so ist sie weg. Okay? Bei dem vorigen Diagramm hatten wir Umsatz und Ausgaben. Da brauche ich eine Legende, um zu wissen, welche Farbe ist was. Aber hier ist ja eh alles nur eine Sache. Da brauche ich die Legende nicht. Deswegen habe ich sie auch gelöscht. Okay, also das ist mal das da. Wenn ich jetzt ein Liniendiagramm machen will, nehmen wir mal diese Zahlen hier. Dann markiere ich das und gehe diesmal auf Einfügen, also wie gehabt. Jetzt diesmal aber nicht auf Säule, sondern auf Linie. Und da kommen wir sowas. Jetzt habe ich hier komischerweise zwei Linien. Rot ist der Umsatz und blau ist das Jahr. Und hier unten sind keine Jahre. Und das ist ein Problem, das man in Excel kriegt, weil Excel denkt, dass die Jahre eigentlich eine weitere Datenreihe sind. Ich weiß nicht, dass diese Jahre eigentlich hier unten an dieser Achse stehen müssen. Okay? Und es gibt mehrere Methoden, wie man das löst. Jetzt mache ich mal hier eine ganz schnelle Methode, die einfach sehr einfach zu merken ist. Wenn wir ein Diagramm erstellen und die erste Säule hat Zahlen, dann kriegt man dieses Problem. Hier, ich mache es mal kurz. Hier hat man das Problem gar nicht, weil hier ist die erste Säule Text. Okay, wenn ich hier einfüge und mache Linie, zum Beispiel jetzt, obwohl es der falsche Typ ist, kriege ich ohne Probleme die ABC.
Ja? Aber hier kriege ich die Jahre nicht, weil dadurch, dass es Zahlen sind, denkt Excel, dass das eine weitere Reihe ist, die in dem Diagramm selbst dargestellt wird. Excel weiß nicht, dass das eigentlich diese Zahlen eigentlich hier unten gehören zur Achse. Wie kann ich das Problem beheben? Du musst das Diagramm löschen. So. Und zwar ein kleiner Trick ist, man nimmt diese Überschrift weg, ich lösche sie mal und jetzt mache ich das Diagramm. Einfügen, Linie und da habe ich es. Okay, und dann ist alles genauso, wie ich es haben will. Unten sind die Jahre, ich habe nur eine Linie, nicht zwei wie vorhin. Und hier die Legende, wie gehabt, brauche ich gar nicht, kann ich löschen. Okay, und jetzt kann ich, nachdem ich fertig bin, kann ich nachträglich die Überschrift wieder einfügen. Was ist der Effekt von das? Der Effekt ist, dadurch, dass ich die Überschrift lösche, jetzt weiß Excel, okay, das sind keine normalen Zahlen, die auch im Diagramm hinzugehören. Und deswegen werden die dann ganz anders behandelt und die kommen nicht im Diagramm. Ja? Also ich mache es nochmal. Also so, wenn man so hat, denkt Excel, dass die Jahre mit ins Diagramm gehören. Als Datenreihe. Ja? Jede Linie nennt man eine Datenreihe. Und Excel denkt ja, dass die Jahre eine weitere Datenreihe sind. Okay? Aber das sind sie nicht. Das sind ja Beschriftung für die Achse unten. Und deswegen, um dieses Problem zu umgehen, auf die schnellste Art, um zu umgehen, löscht man einfach die Überschrift von den Beschriftungen und markiert es, geht auf Einfügen, Linie. Und so sieht man, jetzt weiß Excel, okay, diese Jahre sind keine weitere Datenreihe, die ins Diagramm gehören und die werden dann somit als Beschriftung für die Achse. Okay, und dann hier kann man das löschen. Zack. Und jetzt kann man nachträglich, wenn das Diagramm fertig ist, kann man nachträglich ohne Probleme das Jahr wieder reinschreiben. Okay, das ist ein kleiner Trick, den man anwenden muss, nur wenn die erste Spalte oder die erste Reihe hier Zahlen sind. Ja? Wenn man Text hat, wäre das kein Problem. Okay. So, da haben wir jetzt zwei Arten von Diagrammen erstellt und ich tue sie mal, löschen, das brauche ich gar nicht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt kommen wir zur dritten Art von Diagramm, nämlich diesem Kreisdiagramm. Ganz einfach, nehmen wir an, ich will ein Kreisdiagramm von den Ausgaben. Also, wieder wie gehabt, markiere die Firma, halt die Steuerung-Taste gedrückt und markiere dann die Ausgaben. Okay, und dann gehe ich über Einfügen und wähle Kreisdiagramm. Nehmen wir irgendeinen, nehmen wir mal den da. So, und dann haben wir es. Und dann sieht man, die Anteile der Ausgaben von jeder Firma. Und das sind jetzt ein erstes Video zum Thema Diagramme. In folgenden Videos werde ich zeigen, wie man Diagramme bearbeiten kann, wie man die ändern kann, wie man die auch zusätzlich formatieren kann und so weiter. Aber fürs Erste können wir jetzt ganz schnell effektive Diagramme erstellen.